Ja. Und solange die Leute hier die Community so geile Mods bauen und es immer wieder in regelmäßigen Abständen, nahen Abständen, neue Sachen kommen, werden wir hier auch den Euro Truck Simulator hier auf dem Kanal beibehalten. So wie im Moment, alle 2 Tage. Das sollte ich geregelt kriegen. Eigentlich. Grenze Finnland. So, wir nähern uns der Grenze, die hier anscheinend genau auf der Brücke ist. Willkommen in Finnland. Und direkt mal 50 statt 80. Sehr schön. Aber gut, ist ja hier Grenzbereich noch. Vielleicht schaffe ich es jetzt an meinen freien Tagen auch mal wieder Multiplayer aufzunehmen. Ach, jetzt lahmt er hier an dem Berg so rum. Was treibt der? Oh, das ist aber auch ordentlicher Kollege von Berg hier. Die Zisterne hier, der Auflieger, der ist mir auch ganz gut gelungen eigentlich. Finde ich auch ganz schick. Simpel gehalten, aber ganz schick eigentlich. Ja, komm, auf Gas jetzt. Das ist eine schöne Kamerafahrt. Muss man, oh, da vorne kommen Kurven. Ich sollte jetzt mal. Ja. Da an den Spiegeln? Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Sehe ich gerade. Da ist da ist von den Sunshields, also hier wo bei mir Let Me Entertain You draufsteht, die sind hier auch nochmal. Seht ihr das am Spiegel? Die 3 orangenen Balken darüber. Ja. Ich dachte eigentlich, der Spiegel wäre komplett orange. Aber es ist anscheinend nur die Kante da. Auf der anderen Seite. Da sehe ich es nicht, aber da sieht er komplett blau aus. Also mal, wie ist denn das? Ja, da ist mit der Lackierung nicht so 100% geklappt, aber gut. Ja. Hätte mir auffallen können.
So, wo ich gerade den Rastplatz sehe, wie schaut's denn eigentlich aus? 4 Stunden haben wir. Also ich sag mal noch 3 Stunden. In 3 Stunden müssen wir spätestens Päuschen machen. Das wird wieder eine sauknappe Angelegenheit. Wir haben noch 15 Stunden zu fahren und 24 Stunden Zeit. Das heißt, wir haben rund 9 Stunden im Moment Überhang. Und 8 schlafen wir. Oh Mann. Ja, das wird ja ein Spaß. So, was haben wir denn hier für... Ja, wie gut, dass ich das nicht sehe. Verbrauch, Temperatur, Geschwindigkeit, Kraftstoffinfo. Lassen wir mal die Geschwindigkeit, oder? Ich habe hier nirgendwo eine Uhr, oder? Seht ihr irgendwo eine Uhr? Nee, ne? Nee. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Sind jetzt hier 50. Ich habe eben Kopfgeld gelesen. Alter, habt ihr das Schild gesehen links? Kopfeld oder so. Ich habe einfach Kopfgeld gelesen. Ich gucke im Moment zu viel Colt für alle Fälle, glaube ich. Gelesen auf meinem Navi, aber es ist 80. Gut. Gerade stehe voll auf dem Gas, aber irgendwie will er gerade nicht.
ist so ein ganz leichter Anstieg in der Straße. Jetzt mal ein bisschen in Wallung. Ich muss noch ein paar Kilometer schrubben. So, da ist ein das war hier der Streifen oder was? Warte mal, da vorne kommt was. Ich will mal gerade gucken, wie viel wir jetzt noch vor uns haben. 2 Stunden 53. Ich kann doch auch hier. Na gut, jetzt sind wir hier vorbei. Fuck. Na gut. Also, nächster Rastplatz ist auf jeden Fall uns. Jetzt kommt wieder keiner mehr, wette ich. Ich habe jetzt vor lauter Navi gucken, den Spacko da verpasst, der wollte uns eben einer überholen und dann bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen meine Spur verzogen und dann ist er doch wieder, hat er sich wieder zurückfallen lassen, oder? Oh, ich fahre 90. Naja. Wo kein Kläger, da kein, Angeklagter. Jetzt muss ich aber mal... Schlafplatz wäre toll, Freunde. Ein kleiner Schlafplatz, nur für mich, ganz alleine, bitte, bitte. Bitte, bitte. Der See oder was? Oh. Da steht ein Elch. Habt ihr gesehen, links? Da steht auch wieder einer. Muss man jetzt hier auch noch aufpassen, dass hier keiner vor das Auto läuft oder was? Krass, krass. Ich weiß. Er geht schon wieder.
Wir hätten den letzten Rastplatz nehmen sollen, verdammt. Sogar synchron diesmal, cool. Oh Freunde, das darf doch nicht wahr sein. Letzten 200-300 Kilometer alle 5 Meter ein Bett und jetzt nichts. Da vorne kommt was, oder? Kommt da was? Hier ist nur eine Firma, glaube ich, oder? Noch 80, gut. Das ist nur eine Firma. Super. Und da vorne ist doch ein Kaff, da muss doch irgendwo ein Bett stehen. Irgendwo muss es doch hier ein Bettchen für mich geben. Ha. Ja. Da ist eine. Fast sogar auf meinem Weg. Komm, fahr. Wo will der? Okay. Wir biegen alle ab, alles klar. Ja, wir sind gleich da. Nicht aufregen. Ich hoffe, wir kommen von hier aus da dran jetzt. Nicht, dass wir da hinten hätten reinfahren müssen. Nee, wir kommen rein. Gut. Ach komm, scheiß drauf. So. Gut. Zack. Dann, werden wir hier mal kurz nächtigen. Nicht vorwärts, rückwärts. Können wir doch die Lampen gehen, aber hier hinten. Da kommt ein Bus. So. Jetzt haben wir noch 11 Stunden zu fahren. Wir müssen aber in 10... Alter. Wir müssen in 10 Stunden 56 die nächste Pause machen. Warte mal gerade. Okay, hier geht's rum. Und in 11 Stunden 58 müssen wir da sein. Super. Das ist schon wieder so eine enge Geschichte, ey. Dann müssen wir jetzt, so leid mir es tut, mal ein bisschen Gas geben.